im Interview heute Michele Carotenuto und Newcomer in der 2-Liter-Klasse Rheinborn Golffahrer. Michele, wie erlebten Sie den Horror-Crash, Highspeed-Horror-Crash? Ja, das war so. Ist der Maskus heute hierher gekommen, ja, und wollte eigentlich sehr gute Zeiten hinlegen. Ich war so motiviert bis zum geht nicht mehr, aber wie es so halt ist, es lief auch ganz gut, aber dann nachher, dass die Reifen ziemlich kalt waren in der Kurve, ja, ich das Gas weggenommen, aber ich habe ihn nicht mehr fangen können. Ich wollte auch nicht bremsen, sonst hätte es voll Anschlag gegeben. Sehen Sie? Jawohl, ja. Und deswegen auch die etwas schlechtere Zeit von 58 hatten Sie dann den Hemmschuh an. Ja, richtig. Der Hemmschuh, der war dann immer dabei. Beide Faden waren nachher immer der Schuh dabei. Gut, das ist natürlich ganz klar menschlich, muss man direkt sagen. Und zum Newcomer hier bei der Gruppe 2. Wie erlebten Sie heute Ihr erstes Rennen? Ja, umgekommen. Die Leistung fehlt halt noch. Aber schauen wir mal. Winde steht ja vor der Tür, ne? Das sind, Sie haben also Hoffnung, nächstes Jahr um den Titel mitzufahren. Ja, mit Sicherheit. Also, danke. Foto Philipp, die Bild-Zeitung der des NAVC Bergmeisterschaft. Hallo. Ich bin mit dem Wahnsinn. Im Endes. Tiefer? Nein. Tiefer. Wie gefielen Ihnen die Veranstaltung heute? Haben Sie tolle Bilder gemacht? Ja, ging es? 731 Stück. Davon bestimmt 800 gute. Das freut zu hören. Spektakuläre Szenen spielten sich ab in der Mediamarkt-Kurve. Was denken Sie, dass in Zukunft es mehr Unfälle geben wird oder eher weniger? Die Fahrer sind am Ende der Saison schon sehr beherzt ans Gas gegangen. Wie ist Ihre Prognose für morgen? Ja, es wird noch mehr so tolle kennen. Das ist mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Alles klar, danke Herr. Verkraften Sie die starke Kollision am Nachmittag und können morgen schnelle Zeiten in den Asphalt brennen. Die Aerodynamik hat schon sehr gelitten. Denken Sie an eine Bestzeit. Ja. Der Herr Rieger wird auch eine Bestzeit. Wir zahlen Unmengen an Sponsorgeldern, dass Sie mit uns reden. Und Sie drehen sich ab. Kuchenback oder was? Also P1 Rieger, P2 Michele. Oh, P3. Und wir fahren rückwärts. Turbo Boost. Wo kommen wir erst bei 7? Moll fährt faul. Hallo. So, Moll ist faul. Wie begründen Sie Ihre Aussage, dass Herr Turbo Boost hier vollnisserweise 1,4 mal so Turbo gleich Klasse 12. Das hast du wohl nicht mehr. 14, excuse me. Trotz Meisterschule versuchen Sie in der Klasse 11 immer zu vorne mitzufahren. Was sagen Sie? Also, welchen Meisterbrief machen Sie denn? Angefangen mit Bademeister und Speiser als Metallbaumeister. Metallbaumeister, also heißt es, dass Sie viele technisches Know-how in Ihren Kadett stecken und trotzdem nie auf die ersten vorderen Plätze zu kommen, macht Sie das traurig? Nein. Nein. Haben Sie was am Ohr? Nein, ist eine klare Antwort und wir geben ab an die Sportschau. Danke. Hans Strassner hat nach dem zweiten Wertungslauf eingestellt. Sein Fahrzeug scheint erhebliche Leistungsdefizite zu haben. Wir fragen ihn aber dazu selbst.
Du musst dich knien. Was war passiert? Ich habe einen kleinen Wassermangel. Inwiefern? Der spritzt das Wasser aus dem Motor raus. Also scheint die Kopfdichtung einen erheblichen Mangel aufzuweisen. Meine Kopfdichtung, der Mangel ist schon lange. Das, der ist von Geburt an. Das ist bekannt durch den Nagel im Helm, im Kopf. Das ist korrekt. Punkt. Guck mal, Strichscheiße, das Mund ist hier. Ey, komm mal. Ey, Weinfee. Was geht's? Der neu erworbene 1150er Polo scheint nicht die Fahrleistungen wiederzugeben, die Sie erwarten, Herr Strassner. Was sagen Sie dazu? Oh, mehr als Ganzes. Aber gar nicht erwartet, dass ich den so schienentot. Mir wird schlecht im Wagen gedrückt, so in der Magengegend rein, dass ich teilweise kotzen muss, weil ich die PS-Leistung gar nicht auf die Straße bringe. Im Gegenüber zu meinem Gelben, das war eine lahme Ente dagegen, mit einem Abschleppseil dran. Aufgrund dessen werden Sie die 10.500 Umdrehungen wieder an den Berg bringen oder müssen Sie noch einen Winter darüber schlafen? Ich würde erst mal sagen, ich bringe 500 Umdrehungen am Start und den Rest schlafe ich durch mal durch über den Winter. Also 10.000 Mal schlafen? Ja. Interview beendet.